Dimensionen. Also, wollen Sie es mal anziehen? Wollen Sie das einmal kurz hier so vorne einfach greifen und dann sich so auf den Kopf machen? Ah, super cool. Genau, ich mach's mal kurz fest. Ja, ja, kann ruhig fester noch sein, ja. Ah, okay. So. Ja. Und wenn Sie sich jetzt einmal kurz umschauen, dann können Sie sich vorstellen, wie es ist, so in so einer 360-Grad-Video zu sein. Das ist jetzt hier eine Aufnahme von einer Kunstinstallation am Gropiusbau. Voll verkabelter Kopf, auf dem Rücken ein portabler Computer. Verbunden mit einem virtuellen Visier. Die Aufnahmen zeigen einen realen Ausschnitt einer Stadt. Der Spaziergang selbst ist jedoch digital. Neurourbanistik. Stadtplanung mit Hirn. Das ist das Berlin Mobile Brain Body Imaging Lab oder auch B-Mobil. Von Ilse Huber. Etwas versteckt, unter den Kronen hoher Laubbäume befindet sich auf dem Gelände der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg ein Labor der besonderen Art. Im Inneren eines alten roten Ziegelbaus spielt es sich ab. Das Fachgebiet Biopsychologie und Neuroergonomie hat hier sein B-Mobile Lab. Hierher kommen Menschen, deren Stressniveau genauestens erfasst und ausgewertet wird. Denn es geht um die Auswirkungen des Stadtlebens auf die mentale Gesundheit. Ich bin Isabel Sander, ich bin Doktorandin hier an der TU Berlin. Wir sind eine Forschungsgruppe und wir machen hier in unserem Labor Forschung zur Neurourbanistik. Und wir haben hier große Räume, in denen wir virtuelle Umgebungen unseren ProbandInnen zeigen können. Die 26-jährige Isabel Sander arbeitet gerade an ihrer Dissertation in einem Bereich, der erst vor 10 Jahren entwickelt worden ist. Das Forschungsfeld der Neurourbanistik verbindet medizinische Aspekte mit stadtplanerischen Aspekten und wurde 2014 initiiert. Ich heiße Mazda Atli, ich bin Arzt, Psychiater, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und untersuche den Einfluss von Großstadtleben auf unsere psychische Gesundheit. Und diese Forschungsdisziplin, die das macht, haben wir entwickelt und nennen sie Neurourbanistik. Wir sind die Ersten, die den Begriff geprägt haben. Ergänzt der Philosoph Jörg Fingerhut von der Humboldt-Universität in Berlin die Geschichte zu den Anfängen, die mit einem Aufsatz in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet begonnen hat. Der Professor für Philosophie des Geistes und psychologische Ästhetik ist einer der Gründer des Forums Neurourbanistik. Wir haben angefangen vor 10 Jahren mit einem Aufsatz zur Neurourbanistik als Disziplin. Da haben wir uns darauf konzentriert, wie Stadt und Gesundheit interagieren, also dann auch mit einem Fokus auf mentale Erkrankungen, andere Erkrankungen. Inzwischen versuchen wir das ein bisschen weiter zu sehen, also auch sozusagen Stadt und Wohlbefinden, Stadt und das gute Leben, also wie wir überhaupt als Menschen uns in der Stadt verstehen. Und Master Adli fügt hinzu. Wir sind eine Forschungsdisziplin, die sich übrigens aus dem Zusammenschluss von verschiedenen Disziplinen zusammensetzt. Also es ist die Medizin dabei, die Psychologie, die Geografie, die Sozialwissenschaften, natürlich Architektur und Städteplanung, Biologie, Philosophie und einige andere mehr. Und gemeinsam in diesem Schulterschluss versuchen wir eben zu erforschen, wann Städte gut für unsere Psyche sind und wo aber zum Beispiel so etwas wie toxischer Stadtstress entsteht. An der TU Berlin betreten wir das B-Mobile Lab, wo die Doktorandin Isabel Sander diesen toxischen Stadtstress zu messen versucht. Wir nutzen psychophysiologische Maße, um Stressempfinden in den ProbandInnen zu erfassen. Also wir haben natürlich einmal so ein ganz klassisches Maß, was viele Leute wahrscheinlich auch damit verbinden, Herzaktivität. Und wir können da die Herzrate anschauen. Eine erhöhte Herzrate würde dann praktisch für ein höheres Stresslevel sprechen. Dann haben wir aber auch noch ein Maß, die Herzratenvariabilität. Das kann man vielleicht so ein bisschen sich vorstellen wie eine geringere Flexibilität der Herzaktivität. Das Herz schlägt in unterschiedlichen Intervallen. Die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen ist nicht immer exakt gleich lang. Mal dauert sie ein paar Millisekunden länger, mal ein paar kürzer.
Durch diese Flexibilität kann sich die Herzfrequenz körperlichen und mentalen Anforderungen anpassen. Und das ist besonders in einer Stadt notwendig. Menschenmassen, Verkehr, Lärm, Orientierung. Alles zusammen fordert und stresst den einen oder die andere. Wie genau simuliert das B-Mobile Lab? Es gibt ja viele Studien, die Bilder zeigen, einfach den ProbandInnen, weil das natürlich sehr einfach ist, eine sehr gut kontrollierte Umgebung. Was wir gerade ja auch hier in unserem Labor versuchen, immer den Mensch in der Umgebung und auch in der Bewegung mit verschiedenen Sinneseindrücken zu untersuchen. Und da bietet sich dann natürlich ein Versetzen der ProbandInnen in eine virtuelle Realität an. Was ich untersuchen möchte, ist, ob sich diese Methode gut eignet und das gleiche Stresslevel im Endeffekt erzeugen kann, wie mit Leuten an die tatsächlichen Orte zu gehen. Virtuelle Welten ersetzen bei der Untersuchung reale Welten. Ob sie sich wirklich ersetzen lassen, ist Teil der Forschungsfrage in Isabel Sanders Doktorarbeit. Neben Herzschlag und Herzratenvariabilität berücksichtigt sie in ihrem Messvergleich noch weitere biologische Prozesse im menschlichen Körper. Die Hautleitfähigkeit, das ist ein weiteres Maß. Da wären wir dann praktisch bei einer höheren Schweißausschüttung. Das wäre dann ein Indikator für ein höheres Stresslevel. Und außerdem natürlich auch noch, was hier unsere Spezialität ist, das Elektroenzephalogramm, also EEG, die Hirnstrommessung. Und wenn ich das alles schon so sage, dann kann man natürlich sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, das alles vorzubereiten und so weiter. Und dann tatsächlich an die Orte zu gehen und auch die Orte zu wechseln innerhalb unserer Stadt. Abgesehen von den äußeren Umständen, die das Messergebnis beeinflussen. So schaffen Regen, Tages- oder Jahreszeit an ein und demselben Ort ganz unterschiedliche Voraussetzungen, sagt Isabel Sander. Das kann man natürlich alles viel besser in virtuellen Umgebungen kontrollieren. Und betritt das B-Mobile Lab. Deswegen bevorzugt die Wissenschaftlerin Untersuchungsbedingungen, die für alle immer gleich sind. Das Stadtleben kann psychisch belastend sein, muss aber nicht automatisch stressen, sagt Jörg Fingerhut. Der Philosoph von der Humboldt-Universität Berlin betont die positiven Seiten einer Metropole. Die Stadt ist vor allem Vielfalt. Man kann mit ganz verschiedenen Persönlichkeitstypen sich in der Stadt wohlfühlen. Also auf dem Dorf könnte es schwierig sein, wenn ich sehr introvertiert bin, dass ich mich zurückziehen kann. Das sind Sachen, die werden mir in der Stadt einfach viel leichter gemacht. Das heißt, die Stadt für mich ist vor allem Pluralität, Komplexität, Faszination, Vielfalt. Und das kann man eben auch zeigen, dass es da eine positive Korrelation gibt zwischen der Vielfalt und Interessantheit der Stadt und dem mentalen Wohlbefinden. Der Psychiater Master Adli von der Charité Berlin ergänzt die dunklen Seiten einer Stadt. Menschen, die in Städten wohnen oder aufgewachsen sind, haben ein größeres psychisches Erkrankungsrisiko. Die Wahrscheinlichkeit für eine Schizophrenie ist doppelt so groß, wenn man in einer Stadt lebt. Und es gibt sogar Forschungsgruppen, die sagen, dass das Risiko für Schizophrenie durch den Faktor Stadtleben vergleichbar ist wie der Einfluss von chronischem Cannabiskonsum bei entsprechend genetisch vorbelasteten Personen für Schizophrenie. Die Schizophrenie gehört zu den schwersten psychischen Erkrankungen, die Erleben, Wahrnehmung, Denken, Emotionen, Antrieb und Energie sehr stark beeinflussen können. Es ist eine Erkrankung, die zum Beispiel für derart schwere Denkveränderungen sorgt, dass daraus zum Beispiel ein Verfolgungswahn zum Beispiel entstehen kann, dass daraus Halluzinationen entstehen können, dass daraus eine sehr veränderte Emotionalität entstehen kann. Es ist eine sehr schwere Erkrankung, die zu einem Teil genetisch mitbedingt wird und zu einem anderen Teil aber eben durch die Umstände, unter denen man lebt und aufwächst und das Stadtleben scheint so einer dieser wegbereitenden Umstände zu sein. Umso wichtiger wird eine Stadtplanung, die zur mentalen Gesundheit ihrer Einwohner und Einwohnerinnen beitragen kann, sagt der Psychiater Master Adli. Bei allen kulturellen Unterschieden, die das Leben in den Metropolen natürlich auch prägen. Wir können davon ausgehen, dass kulturspezifische Aspekte eine enorme Rolle spielen. Und wir sind noch weit entfernt davon, diese Einflüsse gut verstanden zu haben.
Es geht schon damit los, dass Verständnis von Dichte und die Wohlfühltemperatur, was soziale Dichte angeht, sich unterscheidet zwischen unterschiedlichen globalen Regionen. Die Kämpfe, die man im Alltag hat, auch die Überlebenskämpfe vielleicht, sind andere, je nachdem, ob man in Wien, in Berlin oder in Bangalore zu Hause ist oder eben in Santiago de Chile oder in einem ganz anderen Ort auf der Erde. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, auch die Neurourbanistik in einem globalen Kontext zu sehen. Also es ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie dicht Leute zusammenleben. Das ist ein bisschen unser Kriterium. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt zu Dichte in der Stadt. Und Dichte ist aber kein klar definierter Begriff. Das heißt, wir haben natürlich ganz spannende Studien, die zeigen, wenn eine Stadt so und so groß ist, hat das so und so eine Auswirkung auf die Psyche der Menschen. Das interessiert uns aber mit einer Definition der Stadt, was ich eigentlich als Philosoph eigentlich geben können müsste, das spielt für die Neurourbanistik keine so große Rolle. Relevanter sei, meint der Philosoph Jörg Fingerhut, was die einzelnen Personen in ihrer Umgebung fühlen und empfinden. Die psychische Verfassung bestimme das Wohlbefinden. Und das könne durch eine entsprechende Stadtgestaltung gesteigert oder eben gemindert werden. Darüber zu reden sei eine fundamentale Aufgabe, sagt der Direktor des Futuriums in Berlin, Stefan Brandt. Das Futurium ist ein Museum direkt an der Spree und dient als Ausstellungsort, Forum und Lab gleichzeitig. Schaffen wir es, wirklich unterschiedlichste Menschen und Haltungen zusammenzubringen und auch ins Gespräch zu bringen? Und ich glaube, das ist ein Startpunkt für ein besseres gesellschaftliches Miteinander. Diese individuellen Gefühle auch ein Stück weit zu objektivieren, dass man auch mal auf einer statistisch validen Grundlage sagen kann, Menschen fühlen sich aus diesen oder jenen Gründen wohl oder eben nicht wohl in einer Stadt. Die Mitwirkenden des Forums Neurourbanistik gehen genau diesen Fragen auf den Grund. Ärztinnen, Psychologen, Architekten und viele mehr konzentrieren sich dabei auf die Wechselwirkung zwischen der Dichte einer Stadt und ihren Umweltfaktoren. Wobei unter Dichte mehrere Konzepte gemeint sind, so Jörg Fingerhut. Ich habe soziale Dichte als ein Konzept genannt, das heißt, wie viele Menschen sind eigentlich um mich rum? Ich nehme die wahr, ich sehe die auf der Straße. Dann gibt es natürlich die bauliche Dichte. Das untersuchen wir mit den Geografen zusammen. Die können uns dann sagen, wie viele Stockwerke gibt es in einer bestimmten Nachbarschaft, wie viel Himmel sieht man, solche Sachen kommen da auch rein. Und natürlich auch, wie viel Natur sieht man in der Stadt. Und dann kommen beispielsweise die Einflüsse von Lärm und Feinstaub noch hinzu. Dank so Disziplinen wie der Neurourbanistik wird das eben immer klarer, dass es eben neben so ganz grundlegenden Sachen wie Lärm und Feinstaub eben Faktoren gibt, die diese negativen Effekte für die Stressverarbeitung auslösen. Der Psychiater Master Adli hat sich mit der emotionalen Überlastung, zu der Feinstaub bei Menschen beitragen kann, genauer auseinandergesetzt. Wir haben eine große Untersuchung gemacht, die zeigt, dass Feinstaubbelastung am Wohnort die Art und Weise verändert, wie unser Gehirn auf Stress reagiert. Wir finden, dass mit steigender Feinstaubbelastung bestimmte stressregulierende Areale schwächer sind. Wir können keine Kausalität aus so einer Korrelation schließen, aber wir finden, je größer die Feinstaubbelastung, desto schwächer sind ganz wichtige emotionsregulierende und stressregulierende Areale, die wir eigentlich brauchen, um Stress gut abzupuffern. Auf den Bildern von Magnetresonanztomographen sei das eindeutig ersichtlich, so Master Adli. Nicht nur Lärm und Feinstaub belasten das menschliche Wohlbefinden, auch die steigenden Temperaturen in der Stadt führen zu Stress. Hitze spielt eine ganz große Rolle für unsere psychische Gesundheit. Wir sprechen ja von urbanen Hitzeinseln, Urban Heat Islands auf Englisch. Insgesamt gehen wir davon aus, dass mit jedem Grad Temperaturanstieg das Risiko, psychisch zu erkranken, um 0,9% größer wird. Also fast ein ganzes Prozent. Jeder von uns weiß, dass wir reizbarer werden, wir unleidiger und ungeduldiger werden, wir uns schlechter konzentrieren können. Wir wissen auch, dass Menschen aggressiver werden, dass das Risiko für Streitigkeiten zwischen Menschen zunimmt. Sogar die Suizidraten nehmen zu, wenn es heißer wird. Bei Hitze steigen die Vorfälle häuslicher Gewalt. Und auch bei Fußballspielen gibt es mehr rote Karten.
Nicht zuletzt deswegen, weil sie mit einem anderen Stressfaktor zusammenhängen kann, wie der Philosoph Jörg Fingerhut von der Berliner School of Mind and Brain bemerkt. Ein Faktor ist soziale Dichte. Es sind sehr viele Menschen auf der Straße. Wenn man sich gerade nicht wohlfühlt, kann das belastend sein. Wenn man sieht, dass andere zusammen viel Spaß haben, man selber aber keinen Anteil daran hat, das ist ein Sozialstress, dann führt die Dichte dazu, dass man krank wird in der Stadt. Und zum Beispiel an einer Depression erkrankt, die im Übrigen viele Gesichter annehmen kann, so der Psychiater Master Adli. Das Risiko für Depressionen ist anderthalbmal so groß, wenn man in der Stadt lebt. Menschen mit Depressionen leiden manchmal unter vermehrter Reizbarkeit, unter vermehrter Ungeduld, unter aggressivem Verhalten. Ähnliches gilt für das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken. Und es gibt sogar Dosis-Wirkungszusammenhänge für die Anzahl der Jahre, die man in einer Stadt aufgewachsen ist und auch für die Größe der Stadt, in der man aufgewachsen ist, einen doppelten Dosis-Wirkungszusammenhang mit dem Schizophrenierisiko später im Erwachsenenalter. Und solche Dosis-Wirkungszusammenhänge sind schon deutliche Hinweise auf einen Kausalzusammenhang, auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Stadtleben und psychischem Erkrankungsrisiko. Und das besser zu verstehen, das ist die zentrale Mission der Neurourbanistik. Die Datenanalyse für diese Mission findet im B-Mobile Lab an der TU Berlin statt. Hier erfasst Isabel Sander den Stresslevel von Probanden in unterschiedlichen Situationen. Die Doktorandin führt in einen rund 150 Quadratmeter großen Raum. Schwarze Decke, schwarze Wände, schwarzer Boden, abgedunkelte Fenster. Hier kann man jetzt in diesem großen Raum praktisch virtuelle Umgebungen lebendig werden lassen durch diese VR-Brillen. Sogenannte VR- oder VR-Brillen sind Virtual Reality-Brillen. Sie ähneln in gewisser Weise Taucherbrillen und setzt man sie auf, steht man in einer lebensechten Stadtumgebung, die digital generiert wurde. Hier können dann die ProbandInnen tatsächlich auch in der virtuellen Umgebung sich bewegen. Es ist bereits früher Abend, das Labor ist menschenleer. Alle MitarbeiterInnen sind schon nach Hause gegangen. Nur Isabel Sander ist noch da und muss jetzt selbst zum Testimonial werden. Sie bleibt vor einem Tisch stehen. Also hier haben wir praktisch unsere EEG-Kappen. Die Elektroenzephalographie, kurz EEG, ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem Neurowissenschaftler die elektrischen Ströme im Gehirn messen können, genauer die Potentialveränderungen, wenn Nervenzellen des Gehirns aktiviert werden. Die bunten EEG-Kappen im B-Mobile Lab sind umfunktionierte Badehauben. Rot, schwarz, beige. Sie haben etliche Löcher, an denen die Elektroden mit dünnen Kabeln angebracht wurden. Die Kabel sind wie Nabelschnüre mit dem Computer verbunden, wo die Daten aufgezeichnet und gesammelt werden. Wir bereiten es dann so vor, dass wir unter die Elektroden ein Elektrolytgel spritzen. Wir benutzen so stumpfe Spritzen, um das einzuspritzen unter die Elektroden. Die können wir dann auch benutzen, um die Haare ein bisschen auf die Seite zu schieben. Wenn der Kopf schlussendlich fertig verkabelt ist, kommt noch ein portabler Computer auf den Rücken. Er versorgt die VR-Brille. Insgesamt dauert der virtuelle Stadtspaziergang rund 2 Stunden. Aber das ist ein Park, ganz schön, mit einem Brunnen. Genau. Und es ist eigentlich angenehm, weil die Leute sind relaxed, oder? Genau. Also das stresst mich jetzt nicht, weil kein Auto kommt. Schweißausbruch, Gehirnströme und Herzaktivitäten werden registriert und später ausgewertet. Wann erwartet sich Isabel Sander fundierte Ergebnisse? Endgültige Ergebnisse wahrscheinlich so in 3-4 Jahren. Also 2028 circa. Genau, also wenn alles für mich gut läuft, dann ja. Bis dahin werden noch viele Probanden den digitalen Stadtraum durchschreiten. Eines ist aber bereits jetzt klar, sagt Psychiater Master Adli. Der Zusammenhang zwischen Stadt und Gesundheit ist eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten auf dem Plan, aber es stand bisher immer die körperliche Gesundheit im Vordergrund. Die psychische Gesundheit, das ist tatsächlich etwas, worauf wir eben erst in den letzten Jahren aufmerksam geworden sind. Wir haben es uns in der Neurourbanistik zur Aufgabe gemacht, für den Zusammenhang zwischen Stadtplanung, Stadtgestaltung und psychischer Gesundheit zu sensibilisieren. Ein Werkzeug ist die eigens dafür entwickelte App Deine emotionale Stadt, erklärt Jörg Fingerhut. Da fragen wir
Berlinerinnen, und es kann auch jeder teilnehmen, Sie können auch teilnehmen, aber vor allem Berlinerinnen, weil es unser Forschungsort ist, wie sie sich fühlen, dreimal am Tag, und wie sie die Umwelt wahrnehmen. Und das machen wir idealerweise für eine ganze Woche. Und die kriegen auch nichts dafür, die machen das aus eigenem Interesse. Und wir haben inzwischen um die 1000 Probandinnen, wir haben über 10.000 Messdaten. Und was wir da zum Beispiel abfragen, ist nicht nur, wie dicht sie das wahrnehmen, die Stadt, oder wie grün die Stadt ist, sondern wir fragen auch, wie schön und wie interessant die Stadt ist. Und daraus stellen wir so eine Art emotionale Wetterkarte Berlins zusammen, eine Art emotionaler Heatmap, die uns dann zum Beispiel anzeigt, wo und wann Stress wie verteilt ist in der Stadt. Das Futurium als Museum und Stätte für Ideen der zukünftigen Stadt wirkt bei der Umsetzung tatkräftig mit. So gibt es neben der App Deine emotionale Stadt auch öffentliche Workshops und Veranstaltungen. Für Direktor Stefan Brandt eine höchst aktuelle Aufgabe. Wenn wir es noch stärker schaffen, so eine Balance zu finden zwischen Freiheit und Ordnung, ich sage das jetzt mal in einem ganz offenen Sinne, dann glaube ich, können wir Städte auch noch besser entwickeln. Ich glaube, Menschen suchen nicht nur die Zügellosigkeit, nicht nur den Exzess und die Freiheit in der Stadt, sie suchen auch ein Stück weit Ordnung, sie suchen ein geregeltes Umfeld. Und ich glaube, Städte müssen es schaffen, dieses Spannungsverhältnis gut in die Balance zu bringen. Und wie stellen sich der Philosoph Jörg Fingerhut und der Psychiater Master Adli eine ideale Stadt vor, die neurourbanistische Kriterien erfüllt? Also wir machen das jetzt seit über 10 Jahren. Wir haben darüber nachgedacht, was ist wichtig. Für mich muss sie vielfältig sein. Also das zeigt die ganze Forschung. Wir sind psychisch so verschieden, dass die Stadt eben allen was anbieten können muss. Also es muss verschiedene Viertel geben. Man kann die nicht homogen planen. Man kann nicht eine Stadt von oben aufpfropfen. Man muss verstehen, wie die Stadt schon gewachsen ist. Es gibt verschiedene Nachbarschaften, die einfach komplett verschieden sind. Und das macht eben auch die Stadt aus, dass man eben nicht nur eine Art von Nachbarschaft hat. Wir haben festgestellt, dass die Schönheit und die Interessantheit am stärksten korreliert mit mentalem Wohlbefinden. Eine unter neurourbanistischen Gesichtspunkten gute Stadtplanung hat im Sinn, dass Menschen ein Miteinander brauchen, dass Menschen dazu angehalten werden sollten, einander zu begegnen, dass man Begegnungen und soziale Interaktion, Kooperation leicht macht. Dazu gehört der öffentliche Raum, dazu gehört die kulturelle Infrastruktur, dazu gehört eine gerechte Verteilung von Grünflächen, weil wir auch wissen, wie wichtig Grünflächen sind und dass Grünflächen Stress unmittelbar entgegenwirken. Auch dazu haben wir neurowissenschaftliche Daten erhoben, die zeigen, wie Grün wirklich auch im Gehirn wirksam wird. Denn soziale Ausschlusserfahrung, Isolationserfahrung, Einsamkeitserfahrung gehören mit zu den toxischsten Einflüssen, die die Stadt hinterlassen kann. Wie brisant das städtische Leben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, haben auch die Vereinten Nationen längst erkannt. Schließlich ziehen immer mehr Menschen in die Stadt. 2050 sollen bereits mehr als 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben. Umso wichtiger wird die Förderung inter- und transdisziplinärer Forschungen zur mentalen Gesundheit in der Stadt. Dazu haben wir das interdisziplinäre Forum Neurourbanistik als Verein gegründet, um zunächst mal eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Und mittlerweile wird unsere Forschung im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder hier in Berlin gefördert, im Zusammenschluss verschiedener Berliner Universitäten. Und auch international breiten sich die Ideen und Experimente der Neurourbanistik weiter aus. Das kann überall auf der Welt gemacht werden. Wir fokussieren uns zurzeit auf Berlin. Hier haben wir angefangen. Aber das Projekt geht gerade an den Start im indischen Bangalore, auch in Santiago de Chile. Und wir versuchen auch gerade, das Projekt nach Wien zu bringen. Neurourbanistik, Stadtplanung mit Hirn von Ilse Huber. Redaktion Armin Stadler. Die Recherche wurde durch das Stefan M. Gergely-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gefördert.